Wer The Settlers New Alliances spielt, ist selber schuld. Spielt lieber dieses Prachtwerk von Fanatics und Dedalic. Spielt. Uhu. So, und damit legen wir dann jetzt mal gleich los. Also, ich habe die ersten Gebäude platziert. Wir sind in der zweiten Mission angelangt. Und wir sehen, es fehlen Extrusionen. Da ist doch was. Ne? So, wir haben hier einen Fischer, der fischt. Und wir sollten vielleicht noch ein zweites Wohngebäude bauen. Da wohnt sich so schön drin. Ich will auch so ungern auf die Waren lagern. So. Was ist das? Heilzauber. Okay, Heilzauber jetzt noch nicht. Okay, aber das ist auch das Einzige, was ich zur Zeit machen kann. Okay, so, jetzt gucken wir noch mal, wie das mit dem Bewegen geht. Das ist hier. Ist ja auch ziemlich cool eigentlich, ja. Eine der nervigsten Sachen bei die Siedler. Irgendwann hast du irgendwo Militärgebäude, die nichts machen können, ne? So. Bauen wir einen Hölzfäller. Das haben wir jetzt alles, wie gesagt. So. Arr. Schade, dass ich nicht sehe, wo ich den nächsten Fischer bauen kann. Also hinten bestimmt. Wege kann ich leider noch keine bauen. Nee. Aber wir sollten auf jeden Fall mal gucken, dass wir noch einen zweiten Holzfäller bauen. Und zwar. So. Dü-dü-dü. Okay, ja, es entwickelt sich ja alles ganz stilvoll. Hier oben haben wir übrigens die Geschwindigkeit. Das machen wir jetzt auch. Ich will, dass es hier alles ein bisschen schneller gebaut wird. So, Wikinger-Nachschub, Startportal. Der Nachschub an deine Wikinger ist von der Größe der von der Kartengröße abhängig und begrenzt. Zusätzlich fallen auch nur immer so viele Wikinger vom Himmel, wie du für die Wohnstätte errichtest. Wie für sie Wohnstätten errichtet wurden. Wenn das Populationslimit also noch nicht erschöpft ist und du genug Wohnstätten errichtet hast, kommen die Wikinger automatisch bei anfallenden Arbeiten in dein Dorf. Gibt es keine Arbeiten, kannst du Wikinger trotzdem auch manuell rufen. So. So, wir machen mal langsamer.
Das? So, dann öffnen wir das Portal und schauen uns mal an, wie unsere Siedler, also unsere Wikinger in dem Fall, kämpfen. Super, den ersten haben wir gleich weg. Hallo. Schön. Mehr Ehre, mehr Ehre. Den ersten verprügeln wir mal. Das möchte ich sehen. Können wir doch tatsächlich schon das Portal betreten, na dann machen wir das. Ne? Sieg! Du hast die Mission an diesem Berg gewonnen. So, was haben wir freigeschaltet? Ein Lager, Pfade, Sägemühle, Schneeböden, kleinere Sockel, das wird wichtig, mittlere Sockel, das wird auch noch wichtig. Farm, Steinbruch, Brunnen, Brauerei, Nachschublager, Steinmetze und so weiter. Werden wir alles in der nächsten Mission sehen, aber ich kann euch sagen, das ist echt motivierend. Könnte auch sein, also je nachdem, ob ihr das wollt, könnte ich bei Hallerhits auch gerne mal spielen. Obwohl, ich habe noch mit den Siedlerteilen zu tun. Also aufbaumäßig bin ich erstmal beschäftigt, aber hey, ich freue mich, wenn ihr mir was sagt. Und ich werde immer mal wieder ein neues Spiel reingucken. Especially in Pioneers of Pegonia. So, Werkzeuge und Waffen. Werkzeuge und einfache Waffen müssen beim Werkzeugmacher im Auftrag gegeben werden. Bessere Waffen aus Metall stellt der Waffenmacher her. Im Armeelager rekrutiert man Krieger über die Auswahl der entsprechenden Waffen. Fordert man Äxte an, wird ein Axtkämpfer dem Armeelager hinzugefügt. Fordert man einen Bogen an, wird ein zukünftiger Bogenschütze versuchen, sich mit einem Bogen auszurüsten. Zivilisten legen bei ihrer Werkzeugsuche durchaus weite Strecken zurück. Den Kriegern ist dies allerdings untersagt. Sie verlassen den Radius des Kampf- und Armeelagers nicht. Ja, wir können ja Kampf- und Armeelager versenden. Quasi der kleine Turm. Wir bauen quasi der kleine Turm und der große Turm. Kann man Pause-Modus bauen? Nö. So. Okay, also. Wir haben ein Haufengebäude. Wir sollten erstmal mit dem Holzfäller anfangen. Wie es uns ja immer so schön gesagt wird, fange mit dem Holzfäller an. So, ich brauche irgendwie viel Holz. Und ich möchte dafür möglichst wenig. So, das ist ja leider kein Holz. Ja. Dann ranzoomen, denn wir wollen ja möglichst im grünen Bereich bauen. Genau, der grünen Bereich bedeutet, ja, mehr Produktionskosten. So, jetzt klicke ich mal auf die Sägemühle. Sägemühle, Köhle, Eisenschmelze, Goldschmiede. Viele Grundrohstoffe dienen als Basis für bearbeitete Rohstoffe. Aus Hölzern werden in der Sägemühle Planken hergestellt. Der Köhler wiederum produziert aus Holz Kohle, die in der Eisenschmelze und Goldschmiede gebraucht wird. Und die Fertigungszeit gegenüber einfachem Holz deutlich verkürzt. Aus Eisenerzen und Kohle wird in der Eisenschmelze Eisen gefertigt. Aus Golderz und Kohle wiederum wird in der Goldschmiede pures Gold produziert. Das ist witzig, dass sie zwischen den Worten einfach fett geschrieben haben. Sorry, wenn euch das ein bisschen auf den Sack geht. So, aber wir nehmen jetzt erstmal das. Dann gucken wir mal, wo kommen wir hin. So ein Gebäude. Ja, so, da. So ist das. So, das haben wir erstmal. Ich bräuchte ja irgendwann mal sowas wie so eine Art Förster. Das ist bestimmt so ist. Pass auf. So, dann nehmen wir den Werkzeugmacher erstmal und gucken. Können wir den hier noch irgendwo anders? Ich will auf keinen Fall im roten Gebiet bauen, wenn ich nicht muss. Werkzeugmacher können wir nach da bauen. Das passt ganz gut. So. Und jetzt wollen wir einen Steinbruch bauen. Passt auf. Und los geht's. Steinbruch. In den Bergen bauen Steinbrucharbeiter Bruchsteine ab, die für den Bau von vielen Gebäuden und Werkzeugen benötigt werden, um aus den Bruchsteinen gerade halbwegs rechtwinklige Steinquader zu klopfen, ist ein Steinmetz vonnöten.
Diese behauenen Steine werden für den Bau von vielen Gebäuden verwendet. So. Okay, also. Haben wir erstmal einen Steinbruch. So, dafür sollten wir hier vielleicht. Ja, wir wollen das Gebäude abreißen, bevor es gebaut wird, weil hier war grün und da waren alle Steine drin. Und das ist mir schon wichtiger. Dann bei denen können wir auch irgendwo anders hin platzieren. Wie nach hier. Genau, und den Steinmetz können wir nach hier produzieren. Nach hier platzieren, so. So, und hier unten. Ich bin Fischer da. Also, er würde normalerweise. Ah, Sockel und Holzrücken. Hier ist es richtig teuer, so. Wir könnten aber hier hinten. Geht das? Ist die Küste nicht zu so steil? Ah, wir versuchen es mal. Wir bauen nochmal einen Fischer hin. Ein bisschen Holz zu sparen. Ein bisschen, ja, ein bisschen Baumaterial auf jeden Fall zu sparen. Wir sollten mal gucken. Unseren ersten Holzfäller haben wir noch da gebaut. Du hast einen Radius hier. So, dich bauen wir da. So, und jetzt. Okay, also, wir bauen mal eine Farm. Farm und Brauerei. Das Getreide, das in der Farm angebaut wird, wird benötigen deine Mitglieder zum Brauen von Malzbier und um herrliches Brot zu backen. Getreide wächst am besten auf grünen Wiesen. Aus diesem Grund wird eine Farm vergebens. Auf felsigen Grund wird eine Farm vergebens probieren, Getreide anzubauen. Zur Erinnerung, deine Krieger trinken Malz, um ihre Lebensenergie zu erhöhen. Dies machen sie, sobald sie sich im Einzugsgebiet einer Brauerei oder eines Lagers aufhalten und dort Malz bevorrätig ist. Du verlegst Krieger in das Einzugsgebiet der Brauerei, indem du ihr Kampflager dorthin verlegst. Schön. Tja. Dann wurde nichts mehr übrig. So, da wollen wir eine Farm hin. Da. Und dann sollten wir auf Logistik gehen. So, wir haben ein Lager und wir haben Häuser. So. Erstmal möchte ich ein paar Häuser bauen, sei nur kleine. Ja, wir bauen sie. Wohnzelte, zwei Stück. Dann ruhig. Und jetzt Pfade, Wege und Straßen. Durch Pfade, Wege und Straßen kannst du die Reichweite erhöhen und die Laufwege deiner Wikinger beeinflussen und damit die allgemeine Produktivität steigern. Oftmals würden sie ohne Wege ihr Ziel bzw. die gesuchten Rohstoffe nicht finden. Auch laufen deine Wikinger noch schneller. Du kannst Pfade über das Logistikregister im Baumenü bauen. Setze den Startpunkt und den Endpunkt. Mit Linksklick auf die Karte. Rechtsklick bricht das Bauen ab bzw. beendet es. Durch häufige Benutzung werden Pfade automatisch zu Wegen und später zu Straßen. Pfade, Wege und Straßen vergrößern auch den Arbeitsbereich von Gebäuden. Wenn du ein Gebäude auswählst, wird es dir angezeigt. So.
Jö. Okay. Dies haben wir schon mal. So, das haben wir auch schon mal gewonnen. Mal gucken, dass wir hier möglichst viele Pfade bauen. Okay, haben wir da erstmal gemacht. Lager! Der Vorteil eines Lagers ist, dass ein tüchtiger Träger alle Waren der Umgebung einsammeln und an einer zentralen Stelle sammelt. So haben andere Wikinger, die die Waren brauchen, schnelleren Zugriff darauf. Mit Lagern kannst du die Waren Verteilung in deiner Siedlung besser organisieren und optimieren. Zu jeder Baustelle und fast jedem Arbeitsgebäude können weitere Träger hinzugefügt werden, um die Produktion zu priorisieren. Süppi. So. Ich möchte ein Lager bauen, dann machen wir das doch. Okay. So, das sollte jetzt erstmal alles passen. Und Sägemühle, Stein, Metz. Ich habe kein Steinbruch gebaut. Ein Portalwächter. Was ist das denn hier? Okay, lass es in Ruhe. Na gut, damit beschäftigen wir uns beim nächsten Mal. Dann würde ich sagen, danke, dass ihr mir zugeschaut habt, wie ich jetzt immer weitere Optionen freischalte und ich hoffe, euch gefällt diese Art des Aufbaus genauso gut wie mir, also die Weiterentwicklung unserer Möglichkeiten. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in den Kommentaren, wo ihr mir schreiben könnt, ob das passt oder nicht. Und wir sehen uns auf der Endcard. Bis dahin viel Spaß beim Selbersiedeln. Wünscht euch euer Aha. Odin sei mit euch auf dieser Endcard, liebe Wikinger. Um kein Video zu verpassen, abonniert und drückt die Glocke. Wenn ihr Lust auf Brett- und Kartenspiele habt, drückt hier. Wenn ihr Lust auf Action-RPGs und Loot-Games habt, drückt hier. Und wenn ihr Lust auf Warhammer-Games habt, dann drückt hier. Wir sehen uns im nächsten Video.